heißt ja eigentlich, dass ich gar nicht mehr viel weiter runter muss. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und die unzerstörbaren Blöcke. Was sagte ich denn? Hier sind sie. Na gut. Dann habe ich es wohl doch ein bisschen zu arg getrieben. Wollen wir mal ein bisschen noch schauen, was jetzt uns in dieser Richtung hier ist alles überrascht. Überraschung! Ein Clown! Ein Clown! Oh, Redstone überraschen sie. Eine schöne Überraschung. Redstone, machen wir gleich ein Foggelchen hin. Oh ja. Ist auch alles gleich immer eine schöne Ader. Oh, hier ist er. Oh, Gold, 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 Gold. Wir kleine Goldräuber, wir Goldsucher. Mensch, was haben wir nicht lange hier das Wasser gesiebt. Und oh, jetzt werden hier unten richtig fündig. Eisen. Was gibt's hier nicht noch alles? Alter, das ist aber echt eine ganz gute Mine hier auf der Stelle. So viel kostbare Rohstoffe auf einem Platz habe ich auch selten gesehen. Das wäre noch natürlich super, wenn hier jetzt noch den einen oder anderen Diamant finden würden. Ja, dann wäre ich doch glücklich. Aber muss ja nicht sein. Ich wollte ja noch nicht alles überstürzen, ne? So, da oben ist noch ein bisschen Gold. Das nehmen wir auch gleich noch mit. Na, und dann will ich mal schauen, ob sich hier nicht dann doch der eine oder andere Gang eröffnet. Das wäre nämlich genialo. Primamatico. Ach, hier ist ja noch ein Redstone. Oh mein Gott. Ist ja alles voll damit. Alles voll damit, ja. Ich glaube, dann hier unten achte ich jetzt aber auch nicht mehr so groß auf Ordentlichkeit. Hier ist dann einfach nur noch, ja, hier herrscht. Hier herrschen keine Gesetze, hier ist alles frei. Hier herrschen einfach nur wilde Minenarbeiter. Au, 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 da ist mir gerade, ja, Gravel auf den Kopf gefallen. Mhm, okay. Interessant. Wenn man auf der Minimap auch nochmal guckt, wir sind die ganze Zeit noch unter unserer Hütte. Die ganze Zeit. Finde ich auch mal beachtend. So, das müsste es jetzt eigentlich mal sein. Müssten wir jetzt endlich mal ausgerottet haben. Mensch, damit kommen wir uns jetzt auch schon mehrere Kisten. Dann können wir schon ein Gravelbad machen. Ich hab gehört, das soll auch gut für die Gesundheit sein. Ja, doch. Aber eigentlich wollte ich sagen, gut für die Haut. Denn man kann sich ja auch zum Beispiel am Strand, kann man sich irgendwie auch angeblich mit Matsch oder mit Schlamm oder halt auch, Sand soll auch gehen, Sand ein Creme oder richtig so ein Peeling rausmachen und das soll dann tatsächlich gut für die Haut sein. Tja, Sommerferien sind jetzt schon so gut wie um, leider. Habe ich euch leider ein bisschen spät gesagt vielleicht. Aber für alle die, keine Ahnung, die doch nochmal in den Herbstferien vielleicht wegfahren, weiß nicht, ob da der eine oder andere von euch, ja, das Vergnügen hatte, in den Herbstferien wegzufahren. Manche haben auch gar keinen Bock darauf. Aber auf jeden Fall, jeder, der es tut, der kann ja daran denken, was ich an meine schönen Worte, dass ich sagte, ja, Sand soll eigentlich gut fürs Peeling sein. Sagt's auch fürs Peeling sein, ja klar. Für die Haut natürlich. Sagt's mal, erzählt's euch eurer Schwester. Und überrascht ihn mit eurem neuen Kenntnis, was ihr nicht alles doch so erfahrt. Habt ihr eigentlich Schwestern oder Brüder? Das würde ich auch mal ganz interessant finden. Ob ihr eh alle Einzelkinder seid oder Geschwister habt, würde ich eigentlich mal so eine ganz interessante Umfrage finden. Ob ihr da mir nicht mal, ja, Informationen besorgen könnt. Nein, Spaß, ob ihr mir nicht einfach mal was da von euch erzählen könnt. Ob ihr Brüder oder Schwestern habt, ob ihr Einzelkinder seid oder was ihr sonst so an Mitmenschen besitzt oder noch vorhabt zu besitzen. So, ja, das war jetzt unser anderer Schacht hier, sehe ich gerade. Der ist aber, die Fuck ist ein bisschen blöd gesetzt. Na, müssen wir, nee, oh mein Gott, ey. Ja, man sieht ja schon, hier arbeitet sonst er. Gut, dann müssen wir mal jetzt hier auch zusehen, dass wir mal ein bisschen höher wiederkommen. Ich habe das Gefühl, dass wir schon ein bisschen zu tief sind. Das ist nämlich auch nicht gut. Denn da kommen dann auch keine Rohstoffe mehr. Ach ja, na komm. Was ist los mit dir?
Nun, ja. Oh. Na, okay, dann machen wir es jetzt hier ganz locker. So. Locker aus dem Ärmchen geschüttelt. So soll es ja sein. Ich würde sagen, dann schlagen wir uns nochmal hier auf dieser Ebene rein. Na, mal gucken, was uns hier so alles begegnet. Wenig so ganz, na gut. So, einfach mal querfeldein, oder wie machen wir das? Wie läuft das hier so? So wie man lustig ist, oder was? So wie man gerade am liebsten hier ein Liedchen trillern möchte. La 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 la. Mensch, mir habe ich gerade richtig Lust so auf Volksmusik. Ein bisschen auf Russland, Hey, Russland. Oder Moskau, heißt es nicht Moskau sogar? Moskau. Hey, na gut. Wir lenken ja schon wieder ziemlich von unserem Let's Play ab, sind wir gar nicht richtig an der Sache. Aber momentan bauen wir uns ja einfach nur wie so ein Freak hier sowieso durch die Kanäle und hoffen, dass wir hier irgendwo mal wieder auf was Neues stoßen. Denn so langsam langweilt uns das hier richtig. Und langsam wollen wir Neues sehen, wir sind bereit für neue Abenteuer. Und wir wollen nicht die ganze Zeit immer nur diesen langweiligen Teaser bauen. Aber irgendwas zwingt uns dazu. Eine innere Stimme zwingt mich, diesen Kies abzubauen. Denn ich weiß, dass ich irgendwann in der 200. Folge oder wie auch immer, wenn ich überhaupt so viele Folgen mache, aber es werde ich wohl, werde ich den Kies irgendwie brauchen. Aber auch nur so ganz wenig. Vielleicht 2 Stacks für den Weg. Das war's auch schon. Mann, ich habe so das Gefühl, als wenn das hier nie was wird. Hier schon Sand, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Wollen wir den mal wegmachen, mal gucken, ob sich da irgendwie was drunter ergibt. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand im Dreck? So, wollen die Flachse? Jetzt bin ich ja so da. Ja, direkt so rein, ihr habt nichts davon, oder wie ist das jetzt so zu verstehen? Ach, ist ja... Ach, leck mich doch am Arsch. Nee, im Vital ist eh schon voll, du. Ja, Cola gibt's hier. Na super. Ach, ein Redstone noch, okay. Na, für Redstone mach ich's dann einfach nochmal. Ein Fackelchen. Hackerausch. Der Müller-Milchreis. Ach ja, so, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Steht aber fest. Seit langem. Ach ja. Guckt ihr nicht auch zurzeit gerade dieses Joko gegen Klaas? Ich weiß gar nicht, es läuft ja noch. Und ich muss echt sagen, es ist super witzig. Also, Joko ist witzig, Klaas ist witzig, ich finde die beiden echt klasse. Und mit ihren 17 Metern haben die einmal da. Und diese andere Serie halt einfach, die Joko gegen Klaas heißt, wo sie sich andauernd mal gegenseitig fertig machen, demütigen und echt den anderen, würde ich sagen, an seine Grenzen bringen. Also, die Serie finde ich richtig geil, rattenscharf finde ich. Freue ich mich auch schon drauf, wenn jetzt, ja, es bald wieder weitergeht. Na gut, hier haben wir auch rattenscharfe Wege gebaut. Für mehr oder weniger erfolgreichen, ja, nutzen. Ich glaube, ich mache einfach mal hier dicht. Das heißt, so viel wie ja nichts Sinnvolles gefunden. Wir müssen uns einfach in die Seiten quer, links, rechts, ja, weitergraben. Und, Entschuldigung, mit ein bisschen Glück finden wir da doch nochmal was. So eine Riesenhöhle wäre echt was Tolles. Auf jeden Fall können wir uns jetzt nochmal stolz auf den Rückweg hier begeben von unserer kleinen Expedition, aber doch dennoch, ja, was heißt erfolgreich, aber witzig und doch irgendwo, ja doch, schon die ein oder anderen wichtigen Rohstoffe eingebracht. Oh mein Gott, was wollt ihr denn hier? Wo klopfen die an die Tür?
Schnauze da draußen. Ich will schlafen. Jetzt komme ich raus. Ah ja, es ist völlig der Tag. Und sie schlagen an die Tür, ist klar. Was haben wir sonst hier gesehen? Ja, klar, klar. Ist das nicht gerade mein Haus oder sowas, du da drehst? Ach, und jetzt auf einmal brennt er. Jetzt auf einmal kommt er angeschissen, ne? Da fällt mir gerade aus, wo ich die Türen hier sehe, ob ich die nicht nochmal neu setzen sollte. Und zwar, ich glaube, das wurde mir auch immer in den Kommentaren erwähnt, ob ich nicht bitte nochmal die Türen ändern könnte. Und ja, das kann ich. Natürlich kann ich das. So. Na, gefällt's euch schon so viel besser? Ich hoffe doch zumindest. Aber es steckt echt noch eine Menge Arbeit vor uns. Hier muss auch noch ein Dach rauf, also oben muss noch ein Dach rauf. Auf das Vordach, hier muss noch ordentlich was getan werden. Ein Satz in 4 Wänden, wie das heißt, oder in 7 Wänden, das ist nicht so schnell gemacht. Oder das ist eher schnell gemacht. Das haben wir alle schon, weiß nicht, mit 30 Mann kommen die dann und schon alles halb fertig zusammengesetzt. Aber ich muss das hier alles, ja, mehr oder weniger selber managen, auch wenn ich da mehr oder weniger Kraft für noch besetze, denn ich bin schon sehr geschwächt. Ich weiß nicht, ob ich noch länger diese Aufgabe standhalten kann. Spaß beiseite. So, wir haben jetzt hier erstmal schön neue Sachen, die wir einlagern können. Die 964 haben wir. Die restliche Kohle, die, glaube ich, die stocke ich erstmal ganz stolz hier auf meine anderen Öfen auf. Na, so soll es ja auch irgendwie sein. Ich merke gerade, dass manche Öfen ja gar nichts mehr hier besitzen. Na gut, dann wollen wir nochmal, ja, vielleicht nicht dann den 12er, aber hier in den 31er das Eisenerz reinschütten. Dann haben wir auch Golderz, das kommt da gleich mit rein. Schwarzpulver kommt hier hin. Und na, was haben wir noch? Okay, wir haben jetzt immer mehr Kies. Wir haben jetzt schon richtig viel Kies in Massen. So, dann nehmen wir uns Bretter nochmal mit, denn ich möchte jetzt mal schnell oben in unsere andere Hütte, um dann nochmal nach der rechten Haus und um vielleicht nicht doch nochmal die eine oder andere Kiste zu beschriften, wobei mir da ja nicht gerade einfällt, dass wir doch, glaube ich, ja, ich glaube, wir haben noch gar keine Kisten oben gestellt, wenn ich mich nicht irre. So, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Und das wollte ich jetzt überall so ein bisschen machen. Wollte ich sogar richtig die Wand hinter wegnehmen. Damit ich das jetzt hier richtig... Oh, okay, das wäre jetzt gefällt. Das war auch gefällt. So, nicht ohne Grund haben wir hier unsere Axt dabei. Schnipp, schnapp, Haare ab. Schnipp, schnapp, schnipp hier. Ja, die Decke könnte ich mir vorstellen, dass ich die so lassen möchte. Ich glaube, der stört mich aber dann doch noch ein wenig. Da muss dann auch noch mal Holz hin. Oder ich mache einfach, ja, dass sie ab da halt absteigen können. Können ja natürlich auch so machen. Mache ich, glaube ich, auch so. Ja, doch, 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 doch. Gut, dann möchte ich nochmal schnurz was holen gehen, und zwar eine Steintreppe, wenn ich die mir nicht kurz nochmal herstellen muss. Habe ich natürlich kein Problem mit. 4 Stück hier gleich. Wird einem ja alles hinterhergeworfen. Und. Holz, ich brauche auch Holz. Denn von diesem Holz brauche ich denn trotzdem noch. Nee, ich brauche Stickies, ich brauche einfach nur Stickies, Mann. So, Zäune brauche ich auch in Massen, ich brauche einfach alles. 37 habe ich noch, 64, ja doch, das müsste doch reichen, oder nicht? Vielleicht hier nochmal ein bisschen Cleanstone uns machen. Na, siehste. Das hat doch alles seinen Lauf. Ey, ich will hier runter von der Leiter. So, Treppi, Treppi, Treppi. Du kommst hier hin.
Ja, geil, mir Gusta und so. Gefällt mir auch richtig. So, die Decke wird dann noch jetzt hier mit einem Klinkstone ausgebessert. Und ja, da hatte ich jetzt die gute Idee oder auch schlechte Idee. Ob ich das jetzt irgendwie nicht einfach noch irgendwie noch so ein bisschen stylisch hervorhebe. Ja, doch, das sieht doch nice aus. Fällt mir eigentlich auch sein, das könnte ich auch machen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch ganz nice aussieht. Na, aber ihr wollt wissen, was es ist, richtig? Tja. Das seht ihr jetzt erst. Oh man, ich befürchte, dass es scheiße aussieht. Ja, tut es. Ihre Befürchtung hat sich bestätigt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Mensch, das macht mich glücklich. Na gut, dann müssen wir das Ganze hier anders handeln. Und zwar habe ich mal schon was Neues einfallen lassen.